So war das eigentlich auch nicht geplant. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, hier wieder bei dem Jägergedöns. Ach, wird schon alle ein bisschen anstrengend heute. Ich habe drei Sonnen. Jetzt werden sie mich in die Jägerloge lassen. Tja, mal sehen, wie das wird. Hey Leute, wenn du weiter so frech bist, kommst du in gar keine Loge. Was hat der für einen Auftrag? Sag mal, er ist vor meiner Nase und er trifft ihn nicht. Das gibt's ja. Der steht direkt vor mir. Und der Hilo ballert einfach immer daneben. Ich habe auch noch die falschen Pfeile genommen, die ganze Zeit dagegen rumballern. Gut gemacht auf Spuren. Alter, wie in so einem ganz schlechten Film. Maschinareal Wächter? Ich will keine Wächter. Kann ich denen zumindest nicht empfehlen. Oh, da sind ja Wächter. Achso, die bewachen die netten Panzerknelche. Ja, herrlich. Das ist genau das, was ich brauche. Renn mal. Dafür, dass er eingefroren ist, bewegt er sich noch sehr gut. Das müssen wir mal lassen. Ein kackten Schutzschild, ne? Das ist schon fies. Ist gut jetzt, wieder. Mehr wollte ich doch gar nicht. Etwas Vorrat. Auf jeden Fall das hier haben, Anführerschlag. Wenn wir nächstes Mal mit den dicken Banditen fertig werden.
So, da ist es. Sogenannte Brutstätte. Nicht identifiziertes Signal. Leistungsstarker Prozessor kann unbekannter Macher hat. Ursprung in der Nähe. Ich bin noch von ein paar Wächtern bewacht. Nicht nur ein Wächter, so wie ich das sehe. Plünderer auch noch. Nicht nur einer vor allem. Okay. Der hat mich nicht gesehen, aber der andere wird mich jetzt gleich sehen, wenn ich ihn hier umlege. Boah, chill doch mal. Ich bin doch gerade beschäftigt. Easy. Absolut kein Platz dafür. Lass ihn mal an. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Was für eine Tür. Aber wie kriegt man sie auf? Ja, du hast doch das Spiel so. Na, hoppla. Die Bootschein sind ein bisschen tricky, keine Ahnung, was ich schon mal gesagt habe. Allerhand Maschinen, denen man ausweichen musste. Wenn es einem nicht gelang, sie einfach alle umzulegen. Aber so easy wie das klingt, war das gar nicht. Und am Ende wartet natürlich ein dicker Klotz auf einen, ist ja klar. Das Metall. Das Licht. Das Ganze hier sieht wie ein Teil einer riesigen Maschine aus. Wer hat sie gebaut? Könnte auch so ein Reaper von innen sein, ne? Aus Mass Effect. Das sieht wie ein dreieckiges Rohr aus. Wofür bloß? Der hat ja viel gebracht, die Deckung. Was war das denn für eine Aktion wieder? Deswegen technisch manchmal echt hinüber. Ich soll das Teil erhauen, damit ich ein Tarnfeld bekomme. Er hört das erstmal und dann sieht er mich dahinter. Sehr gut. Perfekt. Hat wunderbar geklappt. So, was haben wir denn noch? Noch mehr Wächter. Diese Dinger transportieren Teile. Wovon bloß? Ey Leute, stellt schon wieder viel zu viele Fragen. Der kommt doch jetzt nicht hier rein, oder?
Doch, natürlich tut er das. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ey Leute, dein Optimismus ist ein bisschen erschütternd, finde ich. Fast schon ekelhaft. Achso, ist er rauf. Ding bei der Spalte. Wozu ist es gut? Find es raus, liebes Kind. Ah, sehr nützlich. Der Reaper baut eine Brücke. Aufpassen, dass dort sich indoktriniert oder dreht Aloy hier gleich richtig durch. Bekloppt darf ich sie schon genug in dem Spiel. Diese fliegenden Maschinen scheinen Teile zu transportieren. Vielleicht können sie mich auftragen. Ja, vielleicht können sie das, Aloy. Vielleicht können sie das auch lassen. Jetzt werde ich wieder viel zu neugierig. Hoppa! Das werde ich vielleicht noch bereuen. Ja, ist meine Rede. Das ist das Herz des Ganzen. Das muss es sein. Wie komme ich da nur rein? Dieses Ding hat mich getragen, soweit es nur geht. Ja, direkt in so ein kleines Wächternest hier. Herrlich. Aloy, bist du jetzt glücklich? Man sieht gleich, wo die Abgründe sind und wo nicht. Ne? Da geht es ziemlich steil runter. Nein! Ja, das meinte ich gerade. Und auf die andere Seite, ich Schlaumeier. Einfach rüberspringen.
Offensichtlich können wir das nicht, oder? Ich kann es nur mal wieder nicht. Das bringt mir ja nichts. Wie komme ich denn nochmal darüber, verdammte Scheiße? Ah. Huh? Och nö, es ist wieder ganz runtergefallen. Ey Leute, bist du doof oder so? Millimeterchen daneben getreten, dann gehen wir halt außen rum. Mein Gott! Oh, der da oben sieht mich übrigens gerade. Nur den Ball bemerkt. Könnte sich mal wegdrehen. Nee, macht er aber nicht. Dreht sich lieber zu mir. Scheiße, der hat uns auch gehört. Ich glaube, der kann hier nicht rüberkommen. Oder? Gar nicht mal schlecht. Kann der. Nee, der kann nicht. Ja, der will nicht. Doch, der kann, der will nicht. Naja. Ein Leid und so. Auch wo du hinguckst. Was hat der für einen Auftrag? Da steht ja noch einer. Noch mal. Jetzt hat er sich gerade entschieden, doch irgendwie die Toten da oben zu sehen, oder was? So, da komme ich aber gar nicht rauf, ne? Nein, Obskuren! Oh, ich wollte doch noch gar nicht schießen. Ich habe leider auch mitbekommen, aber. Oh, nicht nur der andere, wir haben eine ganze Menge mitbekommen. Gibt's nicht. Ich treffe nur sein verkacktes Auge. Viel mehr Auge kann's doch gar nicht sein. Schneller. Aha. Was geistert denn hier noch so rum? Ach, ein Panzerwanderer. Ja, das ist ja gut. Wenn es weiter nichts ist.
Daneben noch ein Wächter. Den kann ich gerade nicht anvisieren. Der Panzerwanderer sieht mich schon. Da ist noch ein Wächter. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Wirst du auch nicht, weil der Panzerwanderer dich jetzt gesehen hat, ey. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie. Aber hat er gemacht. Kommt der hier rauf? Oh, der kommt ziemlich hier rauf. Wie der hier rauf kommt. Frage, habe ich keinen Schlag von oben oder hat er einfach nur nicht funktioniert? Soll ich den Panzerwanderer da wegnehmen? Warum liegt der hier eigentlich noch? Weiß ich nicht, weil ich nicht treffe. Den ganzen Abschnitt habe ich auch früher mal besser gelöst. Also mal lautlos. Falsche Taste, du brauchst nicht pfeifen, du sollst dich heilen. Aber bin immer noch am Leben. Das ist noch die Hauptsache. Okay. Der Reaper lebt, kann man quasi sagen. Wo ist denn lang? Das sind so komische Pilze, die ich jetzt irgendwie einwerfen kann. Eventuelle Langzeitfolgen für Aloy kann ich nicht beurteilen. Die frisst aber einfach alles, was hier am Weg ist, da dann drum steht, ne? Dass man das nicht kennt. Ich bin fast im Herzen. Kein Platz mehr. Ach nein, Kindchen. Machst du doch nicht schon wieder so schwer. Gucken. Apropos kein Platz mehr.
Achso, ja, okay. Alles voll. Richtig krasse Feuerspulen. Ich brauche mal wieder neue starke Waffen, glaube ich, wo ich das mal wieder alles fröhlich verwenden kann. Ach, mein Rohstoffbeutel ist leider schon voll. Das ist aber schade. Dann haben wir auch noch ein paar.